Sehr verehrte Damen und Herren, meine Zuschauer, liebe Medienvertreter, ich darf Sie begrüßen zur Pressekonferenz der Eispiraten Krimmelschau. Zunächst das Auditorium vorstellen, zu meiner Rechten, zu Ihrer Linken Jörg Buschmann, neben ihm Ronny Bauer, Gesellschafter der Eispiraten Krimmelschau und ganz links von Ihnen gesehen unser Chefcoach Chris Lee. Kurzer Einblick in die Themengebiete. Wir möchten also beginnen mit der Besetzung der Geschäftsführerstelle und möchten im Anschluss nochmal auf die aktuellen sportlichen Geschehen der Eispiraten Krimmelschau eingehen und damit zum ersten Themenkomplex, dem neuen Geschäftsführer der Eispiraten Krimmelschau. Und ich möchte das Wort an Ronny Bauer übergeben. Ja, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz. Wir haben heute die Möglichkeit, unseren neuen Geschäftsführer, Herrn Jörg Buschmann, vorzustellen. Kurz zur Erläuterung, Jörg hatte sich damals schon auch in der ersten Runde beworben und damals haben wir uns auch für einen anderen Bewerber entschieden und letzten Endes haben wir aber auch immer ständig in Kontakt gestanden und haben jetzt auch mal die Zeit vor allem Wochen und Monate genutzt, um uns intensiv mit dem Thema Geschäftsführung am Standort Krimmelschau auseinanderzusetzen. Wir haben auch die Gelegenheit genutzt, den Jörg dort auch umfangreich zu informieren, weil ich auch meine Meinung, meine persönliche Meinung ist, dass es kein Fluch und Segen sein, dieser Posten Herrn Krimmelschau als Krimmelschauer. Wir selber sind sehr froh, dass der Jörg sich dazu entschieden hat, hier am Standort als Geschäftsführer tätig zu werden, weil wir denken, dass es gerade wichtig ist, jemand aus der Region zu haben, der das ganze Umfeld kennt, der Eispiraten des Eissports in Krimmelschau, und glauben, dass wir da jetzt wirklich den richtigen Mann an Bord haben. Da sind wir sehr froh und da freuen wir uns. Diesbezüglich würde ich jetzt überleiten und Jörg das Wort erteilen. Also ich begrüße euch auch alle erstmal recht herzlich, freue mich, dass ich heute hier sein darf. Natürlich auch mal den Dank an die Gesellschaft und die Möglichkeit zu bekommen, für die Eispiraten als Geschäftsführer zu agieren. Ich muss in erster Linie sagen, wir haben uns in den ersten drei Tagen sehr gut eingearbeitet und auch eingefunden. Dank auch dem guten Team, was hinter den Eispiraten steht. Ich möchte da auch nochmal den Dank an den Herrn Gregorisch, der in der Vergangenheit wirklich sehr gute Arbeit gemacht hat, leisten oder Dank an ihn aussprechen. Das operative Geschäft bei den Eispiraten ist sehr gut aufgestellt, was den Spielbetrieb angeht, was auch die Mannschaft angeht. Ich muss sagen, die Entwicklung ist sehr positiv. Die letzten Spiele wurden sehr erfolgreich absolviert. Ich denke auch, dass mittlerweile die Handschrift von Trainer Chris Lee immer mehr zu sehen ist, was natürlich auch positiv bei den Fans rüberkommt. Ja, für die Zukunft ist es natürlich mein Ziel, diesen Standort in der DEL2 zu halten. Das ist ganz wichtig, oder das ist unser oberstes Ziel. Ja, das ist eigentlich erstmal so, was ich dazu sagen möchte. Ich würde jetzt vielleicht das Wort an die Presse übergeben und ja, wir sind für eure Fragen. Wie kommt man denn dazu, sich zu bewerben als Geschäftsführer? Der ausschlaggebende Punkt war natürlich für mich, dass der Herr Burisch in die DEL2 als Geschäftsführer gewechselt ist. Da ist mein Interesse extrem geweckt worden. Ist als Krimmelschauer oder als, ich bin zwar in Werder geboren, aber ich sehe mich trotzdem als gebürtiger Krimmelschauer und auch im Nachwuchs des EDC Krimmelschau groß geworden. War es für mich schon interessant, die Herausforderung anzunehmen, für die Eispiraten die Geschäftsführung zu übernehmen. Die erste Runde sind Sie ja nicht durchsichtig geworden. Die zweite Runde, dann wollten Sie dann nochmal oder haben Sie noch eine gute? Das erste Mal bin ich nicht und dann. In der zweiten Runde sind die Gesellschafter dann nochmal auf mich zugekommen, wo wir einfach auch nochmal über das Konzept gesprochen haben, anders gesprochen, ich bin halt kein Visionär, deswegen denke ich auch, bin ich in der ersten Runde herausgefallen. Ich bin jetzt keiner, der irgendwas verspricht, was er nicht halten kann. Und das ist halt, bin auch da sehr zielstrebig. Also wenn ich mir ein Ziel stecke, dann will ich das erreichen, aber das Ziel sollte erreichbar sein. Das ist ganz wichtig. Auch für die Zusammenarbeit dann mit meinem Team, dass wir uns Ziele stecken, die wir für den Standort Krimmelschau erreichen können. Sie haben gesagt, gutes Ziel ist der Erhalt des Standortes. Können Sie das noch ein bisschen untermauern, wie Sie es machen wollen? Ja, also
ich sage das mal so, ich sehe mich auch ein bisschen hier als neuer Geschäftsführer, als Kapitän auf einem Schiff, der je nach Wetter das Schiff zu lenken hat und immer aus den, ich sag mal, Unwetter heraus manövrieren muss. Und für mich ist es halt wichtig, diesen Standort, wenn wir die DL2 halten, halt auch über die eine Budgeterhöhung im Spielerbereich nachzudenken, um die Playoffs zu erreichen. In erster Linie zählt natürlich für uns immer, die Playoffs zu erreichen, um erfolgreich den Standort voranzuführen. Sie haben ja Betriebswirtschaft studiert, wie ich gelesen habe. Ja. Wie sehen Sie Ihre Aufgabe darin, gerade was Sie jetzt gesagt haben, das Budget zu erhöhen, was sich ja größtenteils aus dem Sponsoring ergibt? Wie gedenken Sie daran, mit den Mitarbeitern Einfluss zu nehmen, beziehungsweise haben Sie da schon eigene Ideen oder wollen Sie da erstmal hineinweisen? Also gerade was jetzt die Budgetplanung angeht, aus finanzieller Sicht muss ich sagen, ist es von meiner Seite her noch früh oder zu früh, etwas Genaues dazu zu sagen. Ich kenne natürlich die Zahlen, wie das Budget jetzt aufgestellt ist, und da sind wir als Eispiraten eher im unteren Drittel im Vergleich zu den anderen DL2-Mannschaften. Da bedarf es einfach noch ein bisschen Zeit von meiner Seite her, um mich da reinzufinden und zu schauen, was die Möglichkeiten sind. Wir sind natürlich immer auf unsere Sponsoren angewiesen. Mein Ziel wird es auch sein, in Zusammenarbeit mit Herrn Steinbock und Herrn Obst weitere Sponsoren zu akquirieren. Also in erster Linie geht es auch an neue Sponsoren zu finden und auch das Gebiet der Sponsorensuche auszuweiten. Also mehr ist. Ja. Ich darf vielleicht kurz ergänzen in der Richtung. Also wir werden aber auch erst in den nächsten Tagen nochmal konkret und nächsten Wochen konkret darüber sprechen, was wir für Maßnahmen einleiten, aber wir wissen alle, auch die Fans wissen das letzten Endes, dass wir irgendwo endlich mal das, ich sag mal, gesteckte Ziel Playoffs brauchen, einfach am Standort. Das ist zwingend notwendig. Ich glaube, den ersten Schritt haben wir getan in der Verpflichtung von Chris für die nächsten 2 Jahre. Das war ein wichtiger Punkt aus unserer Sicht in der sportlichen Entwicklung. Gleichwohl müssen wir auch die Rahmenbedingungen schaffen, um letzten Endes auch entsprechend Spielerpotenzial, ich sag mal, am Standort zu finden. So, und dort wird es Maßnahmen geben, die wir aktuell diskutieren. Das geht einmal im Sponsorenbereich. Wir haben ja geplant, einen neuen Webbereich zu bauen, was natürlich auch mit Mehreinnahmen verbunden sein soll. Dort hoffen wir auch auf die wohlwollende Zustimmung der Sponsoren, dass sie das auch entsprechend unterstützen. Wir denken auch über Maßnahmen nach, letzten Endes möglicherweise Eintrittspreise zu erhöhen, um dann auch, ich sag mal, im Fanbereich letzten Endes dem Wunsch Rechnung zu tragen. Man sieht es ja auch, die Fangemeinschaft ist bereit, hat auch Interesse, ich sag mal, den Standort zu unterstützen. Man sieht es an den Wäscherwurf-Aktionen. Aktuell die Aktion Punkte, Geld für Punkte. Und ich sage es einfach mal so gedanklich, wir überlegen momentan, die Eintrittspreise um 1 Euro zu erhöhen. Wir sind letzten Endes mal auf die Heimspiele gesagt, für jeden Fan 26 Euro. Das ist, denke ich, eine moderate Zahl, bringt uns aber als Eispiraten ein großes Stück nach vorn. Also das sind Sachen, die wir jetzt in den nächsten Wochen diskutieren. Letzten Endes, die sind noch nicht beschlossen, aber so sind unsere Gedanken aktuell, dort wirklich mal die Möglichkeit zu schaffen, den Schritt nach vorne, den entscheidenden Schritt nach vorne zu kommen. Sie waren in den letzten beiden Heimspielen im Stadion durch. Haben Sie sich bei den beiden Sponsoren bewegt? Ja. Waren Sie auch gestern zurück bei der Mannschaft? Wie sind Sie da ausgerüstet worden? Also den Termin von der Mannschaft mussten wir leider verschieben. Der Chris hat gestern aufgrund des Spiels am Dienstag auch das Training abgesagt, um den Jungs auch ein bisschen Ruhe zu gönnen, eine Regeneration zu gönnen. Das werden wir nach dem heutigen Training vornehmen. Wobei ich denke, ich bin selbst im Eishockey groß geworden, weiß auch, wie ich mit den Jungs umzugehen habe. Und ich denke, das wird ein sehr entspanntes Zusammentreffen, auch von meiner Seite her. Und ich sehe da auch keinen Bedenken, dass die Jungs oder dass ich bei den Jungs da vielleicht falsch ankomme. Und bei den Sponsoren? Bei den Sponsoren habe ich jetzt auch in Zusammenarbeit mit dem Herrn Steinbock versucht, mich teilweise vorzustellen, je nachdem, wer auch bei den letzten Heimspielen vor Ort war. Das steht jetzt auch als große Aufgabe von mir jetzt in den ersten paar Tagen, mich allen persönlich vorzustellen. Ich werde auch morgen nochmal bei dem Heimspiel mich den Fans vorstellen auf dem Eis. Das ist mir auch sehr am Herzen, mich als Grimmitscher auch nochmal den Fans zu präsentieren und vorzustellen. Ein Großteil der Leute
also man kennt sich halt in Grimmitschau, wir sind keine Riesenstadt, ne? Also zumindest vom Hören und Sagen sehen, kennt man sich. Weitere Fragen? Könnt ihr bitte mal noch eine Aussage zur Vertragslaufzeit bekommen? Wir haben aktuell einen befristeten Vertrag geschlossen. Da gilt jetzt für die nächste Saison und enthält aber auch die Option der Verlängerung. Das haben wir beidseitig auch beschlossen. Es geht darum, auch wie gesagt von Herrn Buschmann, es ist ein sehr vielseitiges, ich sag mal, Konstrukt in der GmbH, was ja alles zu betreuen gilt. Und wir haben ja die Möglichkeit für beide Seiten nach, ich sag mal, der, einer gewissen Zeit zu schauen, okay, passt das nicht. Hat er sich das so vorgestellt, letzten Endes ist auch für ihn ein gewisses Risiko, dass es hier am Standort auch zu übernehmen gilt. Und wir gehen aber davon aus, weil man kennt sich ja doch schon eine Weile und auch nach den ersten wirklich paar Tagen und Stunden hier in der Zusammenarbeit, muss ich sagen, kann man schon jetzt ein kleines positives Fazit ziehen. Aber alles andere, das ist wirklich die Zeit bringen. Deswegen hat man auch letzten Endes bei dem anderen Kandidaten das so gewählt. Und auch selbst damals beim Herrn Rodorisch gab es diese Vereinbarung. Und dort haben wir auch dran festgehalten. Ich denke, es ist für beide Seiten vorbei. Ja. Kann man nochmal die Höhe des Spielerbudgets in dieser Saison sagen? Und welche Zielsetzung gibt es denn für die nächste Saison, das Spielerbudget aufzuschlagen? Das Spielerbudget dieses Jahr betrug 475.000 Euro. Und die Aufstockung wird aktuell diskutiert, da können wir jetzt noch keine genaue Zahl nennen, das mache ich jetzt mal so, wir diskutieren noch darüber. Ist abhängig letztendlich auch von dem, was wir im Finanzplan aufstellen, ist in Abhängigkeit von auch der Gesellschaft darunter, die wir uns neu strukturieren. Und dort wird es eigentlich noch in den nächsten 3-4 Wochen auf alle Fälle Gesprächsbedarf geben und dann die genaue Planung haben. Und eine Zielsetzung als sportliche Leiter, was man jetzt in der Saison realistisch zu. Also ich glaube, eine Zahl zu nennen, dass wir also Wunschgedanke wäre, wenn man sagt, okay, man kann einen qualitativen Schritt nach vorne kommen, dann irgendwo, ich sage jetzt mal, heute bei 600.000 Euro, um eine Zahl, eine vorsichtige Zahl zu nennen. Die Ankündigung, die Eintrittspreise zu erhöhen, wie würden wir das jetzt gegen die Fans kommunizieren wollen, den Kontakt auch mit den Fans zu diesem Thema nochmal suchen? Wir werden das auf alle Fälle mit den Fans kommunizieren und wir haben dann letzten Endes trotz allem die Entscheidung für uns treffen müssen, was machen wir, was machen wir nicht. Ich glaube, es ist zwingend notwendig, dort auch jetzt mal einen Schritt weiter zu gehen. Wir haben die ganzen letzten Jahre, also mal letzten Endes die Eintrittspreise stabil gelassen. Wir glauben auch, dass die, also wir sind dort auch in der Eintrittspreise, ich sag mal, im Liga-Vergleich sehr moderat, also wirklich auch ganz weit unten angesiedelt. Und glauben aber, dass momentan, ich sag mal, auch der Bevölkerung im Moment auch besser geht und sich das auch, ich sag mal, leisten können. So, und wie gesagt, mit Mindestlohn wurde eingeführt etc., all diese Themen, sieht in der Region recht gut aus in der Wirtschaft, ich glaube, da klagt im Moment keiner. Und wir haben ja ein gemeinsames Ziel, also Fans als auch wir. Und dort glaube ich, muss, oder sollten wir jeder gemeinsam unseren Beitrag leisten. Vielleicht nochmal zum Thema Personal, also Spielerbudget im Zusammenhang mit Personalplanungen. Man hat momentan eine funktionierende Mannschaft auf dem Eis. Ja. Wird es denn mal gelingen, einen Großteil den Stamm der Mannschaft in Furnitschau zu halten? Das ist ein erklärtes Ziel, dort arbeiten wir auch schon aktiv dran. Ich weiß aber auch schon, dass es jetzt Abgänge geben wird, weil das ist auch das, wo wir jetzt gerade in allen Gesprächen mit allen Spielern sind. Vor der anstehenden Runde, egal ob wir Down oder Playoffs, die wir dann letzten Endes machen, sind wir jetzt mit allen Spielern im Gespräch. Und unser erklärtes Ziel ist selbstverständlich, wir haben eine gut funktionierende Mannschaft im Moment. Man sieht da auch ein Vorwärtskommen. Und wir sind der Meinung, wir brauchen eigentlich nur an relativ wenigen Stellschrauben im Moment zu drehen. Ich weiß aber, dass es wieder einen gewissen Umfang in Ader das geben wird. Das ist ganz normal, das können wir nicht aufhalten, weil halt auch besonders gute Leistungen, Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen wecken. Und wenn halt Frankfurt oder Kassel oder irgendeine Mannschaft an die Tür klopft bei den Spielern und wir dort ein dreifacher Gehälter zahlt, als sie wir uns leisten können, dann muss das verstanden werden und auch damit können wir leben. Welche Spieler werden den Verein nach der Saison definitiv verlassen? Tatsächlich schon nach der Saison. Sind ja wegen Herrn Buschmann da, vielleicht doch nochmal dazu, welche Standpunkt tritt man zur geplanten Erhöhung der Eintrittspreise? Also ich stehe voll dahinter, um natürlich die Eispiraten voranzubringen, muss das Budget erhöht werden, um auch den Konkurrenzkampf in der Liga zu bestehen. Man hat jetzt über die Jahre gesehen, wenn man mit einem geringen Budget plant, ist es natürlich immer schwierig, auch in den vorderen Reihen mitzuspielen. Ne? Und unser erstes Ziel oder auch unser oberstes Ziel sollte es halt immer sein, die Playoffs zu erreichen. Das ist nach wie vor das Ziel und das kann man halt nur mit einem gewissen Budget und
Ich sehe das auch immer in dem klaren Wettbewerb zu den anderen Mannschaften, muss man das erhöhen und da stehe ich auch dahinter. Aber es muss auch auf einem gesunden Maß passieren, das ist vor uns, ich sage mit dem Schiff, also es muss auf einer gesunden Art und Weise passieren. Und ich denke, dass wir da auch die Sponsoren dafür gewinnen können, auch durch dieses neue WIP-Konzept, um da voranzukommen. Welche Ideen gibt es denn für die Zusammenarbeit mit Sponsoren? Wird man da auch eigene neue Ideen einbringen? Da werde ich natürlich schon viele neue Ideen mit einbringen. Ich bin selbst auch aus dem Verkauf und weiß, was man da noch tun muss. Auch gerade im Bereich Service, was auch im Service bei den Fans angeht, müssen wir da weiter gut arbeiten. Also ich will nicht sagen, dass wir da schlecht aufgestellt sind. Es wurde in der Vergangenheit sehr gute Arbeit gemacht. Aber da ist es natürlich schon wichtig, noch mehr das Ganze voranzubringen. Auch im Bereich Merchandising und da sehe ich noch sehr viel Nachholbedarf. Und da denke ich, dass wir das in dem Bereich noch weiter anschieben. Was kann man konkret in der Arbeit mit Sponsoren anders machen? Konkret bei den Sponsoren anders machen, ist schwierig zu sagen. Anders machen in dem Sinne nicht. Ne? Also mein Ziel in der Pflege oder was jetzt unsere Stammsponsoren ist, denke ich, da wird von unseren Leuten eine sehr gute oder findet eine sehr gute Arbeit statt und auch eine sehr gute Betreuung. Es geht eher darum, die neuen Sponsoren. Ne? Also wie suche ich die neuen Sponsoren, wie gehe ich an die ran? Das sollte unser Ziel sein und da sollten wir schauen, auch die Mitarbeiter zu schulen und das setze ich mir halt auch als Ziel, die Mitarbeiter voranzubringen. Denn nur wenn man ein starkes Team hinter sich hat, das ist auch bei Chris, er muss dann auch regelmäßig an Trainingsseminaren teilnehmen, um voranzukommen. Es ist immer wichtig, dass man sich weiterbildet und vorankommt. Und nur wenn wir ein starkes Team sind, kommen wir auch nach vorne. Vielleicht ein paar Fragen an unseren Trainer. Nee, zwei Fragen noch dazu. Was ist denn hier Axel Zorniger? Ich hätte das vorher vergessen. Zusammenarbeit mit der Stadt, wie wird die aussehen? Und werden Sie, wenn Sie sich beim Oberbürgermeister vorstellen, das Thema Stadionsanierung, vor allem die Reparatur der Eisanlage und die mögliche Verlagerung des Spielbetriebs an einen anderen Standort in der entscheidenden Phase des Abstiegskampfes ansprechen? Das ist ein guter Stichpunkt, Termin Oberbürgermeister, das muss ich noch nachholen. Das wird auch ein sehr wichtiger Termin sein mit der Stadt, wo wir einfach über die Zukunft des Standortes sprechen. Das ist, was Sie jetzt auch sagen mit den Kälteanlagen, Neubau, WIP. Die Eispiraten investieren sehr viel Zeit und auch Geld in dieses Eisstadion. Und ich sehe auch von Seiten der Stadt vielleicht auch einen gewissen Nachholbedarf, da mehr in diese Schiene oder das auch mehr zu würdigen, was hier eigentlich an dem Standort vor sich geht. Egal, wo man deutschlandweit rumfährt, Grimmitschau wird immer mit Eishockey in Verbindung gebracht. Ob das EDC Grimmitschau ist, ob das Eispiraten sind, das ist ein Eishockey-Standort. Und das bedarf es auch mit der Stadt voranzubringen. Und da denke ich, hat auch die Stadt ihre Pflicht, wie auch wir unsere Pflicht haben. Und speziell Kälteanlage, wird man das Thema nochmal ansprechen und sagen, wenn wir wirklich einen Abstiegskampf stecken, würden wir gerne am 8., am 10. April hier noch spielen oder sagt man dann, okay, wir suchen eine Ausweichspielstelle? Ziel ist es natürlich immer, an unserem Standort zu spielen. Das ist unser Schiff, wo wir spielen wollen, unsere Heimat. Und ich denke, dass wir mit der Stadt da eine Lösung finden, wenn dieser Fall eintritt, die Saison auch hier zu beenden. Dankeschön. Die Zusammenarbeit mit dem Stadtverein, EDC, ist da. Also, ich selbst. Ich selbst bin aus dem Stammverein vom EDC, daher fällt mir vielleicht auch die Zusammenarbeit mit dem Verein etwas leichter. Ich kenne alle Leute, die Leute kennen mich von klein auf. Also, ich bin seit dem 5. Lebensjahr hier in Grimmitschau auf dem Eis und das ist mir auch sehr wichtig, dass wir da weiter zusammenarbeiten im Bereich Nachwuchs. Fordere ich klar neue Konzepte, auch Nachwuchskonzepte, um den Nachwuchs voranzubringen. Wir als Eispiraten wollen natürlich auch gern Spieler im ersten Männerbereich oder in dem Eispiraten DEL2 einsetzen,
da bedarf es einer gewissen Ausbildung. Und diese Forderung, diese Ausbildung, das fordere ich klar vom Verein ein. Die Zusammenarbeit mit der Stadt, was Sie ja gesagt haben, ja. Die wird ja nicht besser. Ich meine, wir wissen ja, was bis zum Jahre 2017, dann weiter bis zum Jahre 2025 auf die Städte zukommt. Die finanziellen Möglichkeiten, Zuschüsse vom Staat, von der Regierung, vom Land, werden immer weniger. Wenn man mal runterschaut, hat man eigentlich hier schon mal, der Stefan mit seinem Stadion, hast du schon mal eine Privatisierung gedacht, vor der Zukunft, jetzt nicht heute Morgen. Nee, ich weiß nicht, sondern mal an eine Privatisierung gedacht. Es gibt ja solche Linien und auch solche Flüsse in der DEL und auch in der DEL2, wo man also sagt, okay, neues, völlig neues Schema, war man von der Europa League die Rede und, von Hamburg und Dresden und was weiß ich noch gern. Ist da eigentlich schon in Zukunft was angedacht worden? Vielleicht mal mehr Ronny gefragt. Das denke ich auch nicht. Oder denkt ihr, da überhaupt noch gar nicht dran? Das hätte mich mal interessiert. Also ich sage mal ganz klar, das Stadion privatisieren, nein, weil das macht keinen Sinn, das Stadion ist und bleibt ein Zuschussgeschäft letzten Endes. Das ist auch aus meiner Sicht eine rein kommunale Verantwortung, die die Stadt Krümmelschau trägt. Gegenüber seinen, ich sage mal, allen Bürgern der Stadt, bei den Kindern angefangen, dass wir die Möglichkeit haben, ich sage mal, auf die Klitsche zu laufen etc. Es gibt das Modell oder es gibt die Gedanken, aber auch überwiegend in der Stadt, möglicherweise die Betreibung des Stadions auszulagern, ähnlich wie das jetzt auch mit den Bädern passiert oder auch Gespräche gibt. Und auch mit dem Thema haben wir uns auseinandergesetzt. So, und wir glauben, dass es auch möglich ist. Es gab aber schon einige Gesprächsrunden zu dem Thema, ist aber noch nicht, ich sag mal, ausgegoren. Die Stadt prüft es im Hause und ich sag mal so, wenn mal eine Betreibung des Stadions zur Debatte steht, dann ist das auch Thema für uns, das letzten Endes, ich sag mal, möglicherweise uns dort nur zu bewerben. Und dann vielleicht auch die Betreibung mit anzugehen. Aber es wird grundsätzlich so sein, das Stadion ist wirklich ein Zuschussgeschäft. Das ist ganz einfach so von der Betreibung her, das wird nicht wirtschaftlich arbeiten. Das wird auch in der nächsten Zeit so sein. Das ist die soziale Verantwortung aus meiner Sicht, die wir hier in der Region haben. Und das ist so gut und wichtig so. Und ich glaube, speziell auch bei den Krümmelschauern, das Bewusstsein ist noch nicht ganz so entwickelt, ähnlich wie es der Jörg vorhin schon mal angesprochen hat, was eigentlich das Stadion ist. Ich sag mal, für diese Region bedeutet. Und da gehe ich auch ein Stück weiter, das sehe ich auch nicht nur ich sag mal, die Stadt gefordert, das sehe ich auch im Landkreis gefordert, wo ich da auch schon mal in einigen Gesprächsrunden angeregt habe, möglicherweise auch mal die Kofinanzierung nachzudenken. Ich glaube, wir haben durch das Eishockey in großen, ich sag mal, öffentlichkeitswirksamen Auftritt nach außen. Und es haben sich schon niedergelassen hier in Krümmelschau, wo Kontakte durch das Eishockey kamen etc. Und all diese Sachen davon profitiert. Eine Stadt und eine ganze Region. Und ich glaube, das muss man einfach noch wieder mal ins Bewusstsein rufen, dass auch einfach, es gibt auch wirklich einige Bürger der Stadt, die sehen immer nur, hören immer nur auch durch die Presse, weil es auch immer schön verwandelt wird, ja, der ICG kriegt das und immer das und jenes. Muss ich auch sagen, das kommt doch zum Teil schlecht rüber. Selbstverständlich erfährt, ich sag mal, das Stadion hier viel in den letzten Jahren an Maßnahmen, die sind aber auch zwingend notwendig. Also man muss es einfach sagen, wir haben hier ein altehrwürdiges Stadion, das ist schön, letzten Endes ist es aber ein altes Stadion. Und für die Betreibung ist es einfach notwendig, dass eine gewisse Sanierung, ich sag mal, in regelmäßigen Abständen gemacht werden muss. Das ist aber nicht damit verbunden, dass man das dem Eishockey, ich sage es jetzt mal wirklich auf Deutsch gesagt, in Arsch schiebt, sondern es sind einfach zwingende Maßnahmen. Und ich glaube, man müsste wirklich mal auch den Bürger und auch unsere Verwaltung dort entsprechend wieder mal sensibilisieren. Alle profitieren davon. So, und ich glaube, genauso wie wir unsere Kraft einbringen, letzten Endes, wir haben ja auch nichts davon wirtschaftlich gesehen, sondern wir machen es aus dem Herzen heraus, wir machen es auch gern für unsere Region, weil wir da auch ein bisschen bekloppt sind, muss man auch so sagen. Aber wir sind halt so, ich meine, ich selbst habe vor 10 Jahren lang im Stadtrat mitgearbeitet, habe ich mich als Krümmelschauer Bürger gesagt, okay, ich will da auch mit Verantwortung übernehmen, das gleiche mache ich jetzt hier am ICP-Standort. Es kann aber nicht immer sein, dass nur wenige dort, ich sag mal, an einem Strang ziehen, sondern dort muss man alle gemeinsam dran ziehen. Und da glaube ich auch, da muss man auch mal Mittel und Wege finden. Wir als Stadt selber, wir können es nicht. Also ich sage es mal auch gerade, wenn das Thema Stadionneubau und wie es jetzt in den letzten Tagen, das ist eine gute Idee, wäre auch wünschenswert, aber im Moment überhaupt nicht finanzierbar. So, aber man sollte das Buch nicht zuklappen, sondern man muss halt schauen, okay, wenn mal so ein Thema steht oder es geht mal ein Fördermitteltopf auf, muss man sowas halt mal von da rufen. Und da bedarf es einer gemeinsamen Lösung, wo wir alle dort an einem Strang ziehen und nach vorne marschieren, und dann glaube ich, ist so vieles möglich. Ja,
Also ich muss, wie gesagt, für mich persönlich, und deswegen unterstütze ich es auch selber hier am Standort, glaube, das Eishockey ist für die Region ein ganz wichtiger Faktor. Aber wie gesagt, man muss halt unter Gemeinsamkeit. Wenn wir Einzelkämpfer sind, Stadt, Verein, Eisgeraden etc., ganze Region, macht es wenig Sinn. Also man müsste auch wieder an der Basis kommen, wo man sagt, okay, man geht einen gemeinsamen Weg. Wofür führt es zum Ziel? Danke. Das sind die Frage. Ja. Weitere Fragen? Jetzt fragen dann Chris. Gibt es zum Thema Verpflichtung des neuen Geschäftsführers noch Fragen? Wenn nicht, dann. Ich hätte noch eine Frage vielleicht zu den Gesellschaftern. Das seid ihr auch beim Schuhen, beim Lehrerstellen, wie weit seid ihr da? Und ja, also der Stand ist ja praktisch so, ich hatte es schon gesagt, wir wollen unseren Gesellschaftskreis wieder auf 5 erweitern. Dort suchen wir aktuell immer, sagen wir mal so, aber das ist Zukunftsvision, Fakt ist eins, wir sind aktuell wirklich mit 3 Gesellschaftern potenziell im Gespräch. Und da bedarf es so noch ein paar Fragen zu klären und so weiter. Und wie gesagt, der letzte Termin, da waren wir leider nicht vollzählig, also krankheitsbedingt, mussten wir den verschieben, da wird es einen neuen Termin geben. Aber dort ist es, wie gesagt, genau wie beim Geschäftsführer so, dort haben wir jetzt keinen Zeitdruck. Das muss wirklich, ich sage mal, alles gut überlegt sein, auch für die neuen Gesellschafter, die müssen auch wissen, auf was sie sich einlassen. Ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, und wir hatten ja auch schon eine gewisse Fluktuation in den letzten Jahren. Wir wollen halt dort auch, ich sag mal, stabile Partner gewinnen in der Richtung, und ich glaube aber, wie gesagt, wir sind auf einem guten, positiven Weg, da werden wir auch zeitnah irgendwo zum Anschluss kommen. Ist auch ein ganz entscheidender Faktor, ich sag mal, nicht nur aus finanzieller Sicht, sondern auch gerade, ich will mal so sagen, auch jetzt hier als Gesellschafter, vielleicht auch am meisten ich, weil ich auch viel am Ort bin, wir sind im gewissen Sinne auch verbrannt, auch in unserer Meinung, oder wenn wir auch nach außen treten, in der Öffentlichkeit oder in der Stadt treten etc. Das ist normal, weil ich sag mal, ich bin da auch so, ich bohre halt auch immer wieder nach und habe da auch vertrete auch meine Meinung stark, aber irgendwann gehen auch bei den Partnern nicht so mal durch und so, weil ich sag mal, jetzt kommt der Bauer wieder nervt, ganz krass gesagt, und da glaube ich auch, das ist ganz wichtig, dort mal neue Gesichter mit reinzubringen, die halt auch mal, ich sag mal, letzten Endes den Standort mal vertreten, mal ihre Sichtweise dort einbringen, wo halt nicht immer für uns alles kommen, die jetzt aktuell immer hier schon im operativen Geschäft mit tätig sind letzten Endes. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Jetzt nicht nur, wo man sagt, neue Gesellschafter, Finanzen einbringen etc. Ich glaube auch, dass gerade wirklich das Positive nach außen tragen und auch mal mehrere Meinungen zu hören, das ist ein ganz wichtiger Fakt. Und dort glaube ich halt, dass man da wirklich auch Leute, mit denen wir im Gespräch sind, der richtigen gefunden haben, die auch aus der Region kommen letzten Endes, die auch wissen um die Bedeutung des Standorts. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn wir da auch wirklich nur vertreten können und auch mal anders nach außen treten als im Gesellschaftskreis. Gut, wenn es keine weiteren Fragen zum Themenkomplex des neuen Geschäftsführers gibt und die anschließenden Themen, dann noch der Blick auf die sportliche Situation der Eispiraten und ein Blick voraus auf das anstehende Punktspielwochenende am morgigen Freitag, den 6. Februar. Heimspiel hier im Kunstherrstadion Krimmelschau gegen die Bietigheim Steelers und am Sonntag, den 8. Februar, 18.30 Uhr. Das nächste Auswärtsspiel für die Eispiraten, da sind wir 18.30 Uhr zu Gast bei den Roten Teufeln aus Bad Nauheim. Und ich darf Chefcoach Chris Lieb bitten, einige Einschätzungen zu den nächsten Gegnern zu treffen. Ja, morgen kommt eine Mannschaft natürlich nicht ohne Grund, seine 100 Punkte hat. Aber wir haben schon gezeigt in die 4 Spiele gegen Bietigheim, dass wir mitspielen können. Wir haben zu zeigen natürlich ein gutes Lauf, kann man sagen, wir spielen gutes Eishockey. Aber wichtig für uns für morgen die Chancenbewertung. Und das haben wir, muss ich sagen, besser gegen Rosenheim gemacht, da haben wir ein enges Spiel gehabt. Und wir können morgen nicht leisten, ein 8-6 oder 7-5 oder sowas, das ist nicht unser Spiel. Chancenbewertung minimieren und einfach spielen. Und das machen, was wir können, und das ist unsere Schnelligkeit nutzen und gut vorchecken und Chancen erarbeiten und uns wirklich verantwortlich arbeiten. Und am Sonntag, ja, auswärts in Nauheim, ja, in die Tabelle, ein wichtiges Spiel, keine Frage. Wir versuchen zur Zeit so oft möglich nicht auf die Tabelle zu gucken, aber wir wollen einfach nur unser Spiel spielen und uns eine Chance geben, jedes Spiel zu punkten. Und wenn es passiert, natürlich sind wir zufrieden. Wenn nicht, müssen wir heute arbeiten, und was die anderen Mannschaften machen zur Zeit, können wir sowieso gar nichts dafür. Wir versuchen nur, uns jedes Spiel eine Chance zu geben, Punkte zu holen. Dann gucken wir, wo wir dann landen. Vielen Dank. Damit auch hier die Möglichkeit, Fragen seitens der Pressevertreter. Personell alles im Deck? Körner hat eine Fußverletzung und wird die nächsten 10 Tage bestimmt fehlen.
Pause machen muss. Was hat er genau? Was ist? Was hat er genau? Das, wie es heißt? Das ist viel harder. Hat übrigens passiert, als er in der Bandikerei stößt und ja, ist wie eine Prellung. Das heißt, die lassen Neubürger dann verteidigen. Genau. Wie sehen die drei Verteidigungen schon mal aus? Das erarbeiten wir heute noch. Wer nimmt dann die Rolle von Körner im Powerplay ein? Das erarbeiten wir auch heute gleich. Wie schwer wiegt der Ausfall dann für die nächsten zwei Wochen? Ja, das ist ein wichtiger Teil der Mannschaft. Auch in die Kabine, als Mensch, in der Erfahrung, keine Frage. Aber jetzt ist dann die Zeit, die Möglichkeit für die anderen Leute, ein bisschen mehr Eiszeit, ein bisschen mehr verantwortlich zu übernehmen. Und das müssen wir zusammen alles ein bisschen mehr arbeiten und zusammenarbeiten und warten, bis Kring wieder da ist. Weitere Fragen an die beteiligten Personen? Dann darf ich mich für die Aufmerksamkeit bei Ihnen, liebe Zuschauer, und auch bei den Medienvertretern bedanken und Sie gleichzeitig einladen zum morgigen Heimspiel. Hier das Kunstheilstand in Krimmitschau. Und sage vielen Dank auch an das Auditorium.